Mit Spannung und Leidenschaft erwartet von ihren Fans, am Pfingstsonntag war es dann endlich soweit. Die legendären Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood spielten im Olympiastadion in München. Auch der Regen in der bayerischen Landeshauptstadt konnte dem Enthusiasmus der Zuschauer nichts anhaben. Selbst das Warten im Nassen war da nur halb so schlimm. Scheißegal, wir sind dabei, wie man sieht, alle sind gerne dabei. Ja, freilich, ja. Und mit meinem Vater, drei Generationen Stones. Na, aber, ja. Opa, komm mal her. Hier sind wir. Oh, Wahnsinn, sind Sie auch schon Rolling Stones-Fan? Schon ist gut, ja. Ja, oder? Sie sind auch, seit 1964. Zum 10., 12., 15. Mal, keine Ahnung, die Rolling Stones muss man haben. Das finde ich einfach super, ne? Also im Vergleich zu anderen Gruppen, sagen wir mal die Beatles oder sonst wo, ne? Die Rolling Stones haben locker durchgehalten, ne? Und das finde ich klasse. Sie sind einfach cool. Einfach cool. Fertig. Die sind genauso alt wie ich. Ich bin mit denen groß geworden, gell? Und das war unsere Musik in der Jugend. Und jetzt sind wir Rentner, so genau wie Sie. Und wir haben das letzte Mal das jetzt hier erlebt. Das Konzert am Sonntag war die 116. Show der Band in Deutschland. Und der erst zweite Auftritt ihrer 60 Jahre Jubiläumstour 60. Nicht mehr dabei war Charlie Watts, der Stones-Schlagzeuger war im August 2021 verstorben. Doch zumindest auf der Leinwand und in den Herzen der Fans gab Charlie am Sonntag in München dann nochmal richtig Gas.